Yo, ich performe Samy Deluxe, den Verse von K2. Check das. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Kann ich jetzt anfangen? Hallo. Ich bin einer von diesen Dorfdeppen aus einer von diesen Vorstädten, hab hier wenig Gleichgesinnte und viele Leute, die mich scheiße finden. Sitz meist allein daheim und lese Liebe, Sex und Zärtlichkeit, trinke Alpabex und werd nicht breit, während ich Texte fertig schreibe. Ich würde hier gern auch bei einer Jam paar dicke Tracks bringen, doch die Veranstalter meinen, ich soll warten, bis meine Pickel weg sind. Hier gibt es zwei Possis, ich bin in keiner drin, doch wär gern in der kleineren, weil es die Styler sind, doch leider auch die gemeineren, die mich weiterhin einen Fake-Rhymer nennen, mir weiterhin keinen Respekt geben, sagen, ich würde kein Rap leben und sollte das Mic besser weglegen. Also lass mich den Contest gewinnen, denn ich weiß, dass ich der Beste bin und ich muss es allen Leuten beweisen, die immer über mich lästerten. Der Typ, der gerade kommt, wenn ihr dachtet, Rap ist tot und ich bin draußen wie Rabauke bei fettes Brot. Sheesh! Fast. Auf einen weiterhin. Bis auf einen weiterhin hat es geklappt. Lustigerweise, ganz am Anfang, als ich Sam gehört habe, hatte ich noch kein Bild im Kopf irgendwie von wie dieser Typ aussieht. Ich habe mir immer so einen langen weißen Lulatsch vorgestellt und dachte, der sieht aus wie Tony L. oder so. Dann war ich richtig überrascht, als ich gesehen habe, wie der Kollege aussieht. So. Ja, der Part, einer der besten Verses, ehrlich gesagt, um diese Zeit rum. Ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber unfassbar geil. Geiler Flow, geile Struktur von den Reimen und ja, einfach nur nicey nice. Brodingo Nummer 1, Alias, meldet sich hier ab. Das war's. Most Wanted Bars bei 16 Bars. Check das ab. Peace. Ah. Das Game ist nicht mehr fair zu mir und ich kann nichts verkaufen. Heißt, im Grunde legt das Mic zur Seite und gefixt nach Hause.